widerspiegelt. Und ich darf Frau Dr. Anna Beraldi aus München bitten, ganz kurz Ihr Abstract auch hier vorzustellen. Es geht um die Nutzung von psychoonkologischen Angeboten. Dankeschön. Ja, ich freue mich, Ihnen unsere Studie vorstellen zu dürfen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Tumorregister und dem Tumorzentrum München durchgeführt haben. Ziel unserer Studie war es, die psychosoziale Belastung als auch die Kenntnis, in Akzeptanz und die Nutzung von psychosozialen Angeboten bei einer repräsentativen ambulanten Stichprobe zu untersuchen. Dabei haben wir uns für die Erkrankung der kolorektalen Tumorerkrankung im gesamten Einzugsgebiet des Tumorregisters interessiert. Viele psychoonkologische Studien werden vorwiegend bei stationären Patienten durchgeführt. Das heißt, wir wissen wenig, wie es den Patienten geht, die ambulant betreut werden oder vielleicht gar keine Behandlung mehr brauchen. Deshalb war es uns wichtig, eine ambulante und eine repräsentative Stichprobe zu erfassen. Und das ist uns gelungen in Zusammenarbeit mit dem Tumorregister. Zudem wollten wir auch einen Stadt-Land-Vergleich machen, also die Variable, das Stadt-Land-Gefälle untersuchen, welche Wirkung hat es auf die Patientenvariablen, aber auch auf die Versorgungslandschaft. Die Fragestellungen sind sehr klassisch, also die Prävalenz psychosozialer Belastung, Angst und Depression hat uns interessiert, eben die Kenntnis, Akzeptanz und die Nutzung von psychosozialen Angeboten. Und wie sieht die Versorgungslandschaft aus? Welche Angebote gibt es im gesamten Einzugsgebiet des Tumorregisters? Unter dem Aspekt, welche Unterschiede gibt es in der Stadt im Vergleich zu den ländlichen Regionen? Die repräsentative Stichprobe ist uns gelungen aufgrund einerseits des Rekrutierungsvorgehens. Wir haben über chirurgische Kliniken im gesamten Einzugsgebiet rekrutiert, haben aber die Patienten erst 3 Monate später befragt. Die Patienten haben also den Fragebogen 3 Monate später erhalten, als sie wieder in ihrem gewohnten Umfeld waren. Und anschließend haben wir unsere Stichprobe anhand der Daten, die wir vom Tumorregister zur Verfügung gestellt bekommen haben, anhand des Alters und des Geschlechts gewichtet. Welche Ergebnisse haben wir gefunden? Ich möchte vor allem auf die ganz eher relevanten, wichtigen Ergebnisse, die Belastung und die Prävalenz von Ängstlichkeit, Depressivität, stimmt gut überein mit dem, was wir aus der Literatur kennen. Also 30% zeigen eine psychosoziale Belastung, zwischen 12 und 15 eine erhöhte Ängstlichkeit und Depressivität. Interessant waren die Ergebnisse bezüglich Kenntnis, Akzeptanz und Nutzung, nämlich dass circa jeder zweite Patient angibt, psychosoziale Angebote zu kennen. Also wir haben Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und niedergelassene Therapeuten, die psychoonkologisch tätig sind, erfasst. Bei der Akzeptanz sieht es ein bisschen besser aus, aber auch da ungefähr etwas mehr als die Hälfte gibt an, bereit zu sein, psychoonkologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber lediglich 1% der Patienten, der befragten Patienten zum Befragungszeitpunkt gibt an, Angebote zu nutzen. Das Stadt-Land-Gefälle hatte lediglich einen Einfluss auf die Kenntnis und interessanterweise in eine Richtung, die wir gar nicht erwartet hatten, nämlich dass Patienten aus ländlichen Gebieten angaben, mehr Angebote zu kennen als die Patienten in der Stadt. Und die Patienten auf dem Land gaben auch an, ein besseres Verhältnis mit ihrem Hausarzt zu haben, also mit ihrem Hausarzt auch ihr emotionales Befinden besprechen zu können. Die Versorgungslandschaft sah wie folgt aus: 10% der Patienten haben kein wohnortnahes Angebot. Also überhaupt keins, weder Selbsthilfegruppe noch Beratungsstelle noch Therapeut. Wir haben auch systematisch erfasst, weil bisher gab es dazu eher Annahmen, Vermutungen, dass mit der Abnahme der Wohnortgröße auch das Versorgungsangebot weniger wird. Das ist in der Tat so und betrifft insbesondere niedergelassene Psychoonkologen und Onkologen. Und die Versorgungslandschaft sah, Sie sehen hier das gesamte Einzugsgebiet des Tumorregisters abgebildet und die Versorgungslandschaft ist sehr unterschiedlich. Je roter das Landkreis abgebildet, desto weniger Versorgung gibt es. Und die Grünen, vor allem die Dunkelgrünen, sind sehr gut versorgt. Sie sehen also, Versorgungslücken gibt es vor allem an den Rändern, insbesondere im Süden und im Norden. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir da draus? Also einerseits haben wir gesehen, die Rolle des Hausarztes, Patienten, die ein gutes Verhältnis hatten zu ihrem Hausarzt, gaben auch an, mehr Angebote zu kennen. Und dieses Verhältnis kann sicherlich in der Stadt noch weiter ausgebaut, verstärkt werden.
Die Hausärzte sind auch wichtige Multiplikatoren, da auch die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen und zu stärken, weil eben die Kenntnis noch viel zu gering ist. Weil die Kenntnis ging nicht damit einher, ob es Angebote gab. Ein Ergebnis zeigte auch, dass es Angebote sehr wohl gab vor Ort, aber die Patienten nicht darüber informiert waren. Die Transparenz der Angebote zu fördern scheint uns für die Akzeptanz wichtig. Je besser die Patienten informiert sind, worin diese Angebote bestehen, was gemacht wird, was angeboten wird, desto höher sollte die Bereitschaft sein, solche Angebote auch anzunehmen. Und wir führen momentan eine Längsschnittstudie durch, um besser zu verstehen, weshalb ist diese Diskrepanz. Einerseits besteht ja bei 30% der Patienten eine Belastung, aber lediglich die Hälfte kennt Angebote und lediglich 1% nimmt Angebote wahr. Um da die Gründe besser zu verstehen, führen momentan diese Längsschnittstudie durch. Vielen Dank. Frau Baraldi, herzlichen Dank. Gibt es eine kurze, direkte Frage? Wie gesagt, alle Referenten stehen Ihnen selbst.